Alias sind die Besten. Das dachten zumindest die Nazis. Und im Fall von Christina Söderbaum liebten die Nazis sie. Christina wurde 1912 in Stockholm, Schweden, geboren. Und ihr Vater war ständiger Sekretär der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Als ihre Eltern 1933 starben, zog Christina nach Berlin und schrieb sich an einer Theaterschule ein. Ihre Schönheit, ihre blonden Haare, ihre blauen Augen und ihre Jugend ließen sie von vielen als die idealische arische Frau der deutschen Gesellschaft betrachtet werden. Ihr Auftreten und ihre Gunst bei den Nazis ermöglichten es ihr, in zahlreichen Filmen als unschuldige arische Frau mitzuspielen, die oft das Opfer anderer ist. Aus diesem Grund spielte Söderbaum in viele von der UFA produzierenden NS-Filmen mit, wobei die meisten dieser Filme auch von ihrem Ehemann Veit-Harlan initiiert werden. Ja, diese Veit-Harlan. Durch ihre Beteiligung an antisemitischen und rassistischen Filmen wie Juzus und Die Goldene Stadt war Söderbaum nach dem Krieg beim deutschen Publikum allgemein unbeliebt. Sie drückte oft ihr Bedauern aus, ihre Rollen in antisemitischen Filmen übernommen zu haben. Nach einiger Zeit durfte ihr Mann Veit-Harlan wieder Regie führen. Und das bis zu seinem Tod 1964. Christina spielte in den 50er und 60er Jahren in vielen späteren Filmen von Harlan eine Hauptrolle. Nach dem Tod ihres Mannes spielte Söderbaum weiterhin Rollen in deutschen Filmen und Fernsehsendungen. Sie wurde auch eine bemerkenswerte Modefotografin und veröffentlichte 1983 ihre Memoiren »Nichts bleibt immer so«. 2001 verstarb sie in einem niedersächsischen Pflegeheim. So, was denken Sie alle? War Christine Söderbaum ein Nazi oder nur eine Opportunistin? Danke.